Immer dieselbe Begrüßung, vielleicht sollte ich mir was anderes einfallen lassen. Servus, Eiche, Servus. Heute geht es Teil 3, Eichentischbau. In diesem Projekt wird wieder nach der Mundart gesprochen, aber es wird sowieso nichts Interessantes gesagt. Also man muss nichts verstehen. Viel Spaß, schaut genau zu, damit ihr alles gut seht, denn verstehen werdet ihr nichts. Jetzt werde ich deinen nächsten Fuß. Den werde ich da abschneiden, der hat da nämlich... Schneide da ab. Ich hab was so gespürt, ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief in mir. So, da richte ich mich jetzt wieder nach dem Strich, was ich vorher gemacht habe. Mehr Sicherheitskontrolle. Weil das Loch würde ich auch irgendwie erhalten, das gefällt mir da. Und wenn's den Blick auf mich wirfst, wenn's mich in die Arme holst, hab ich auch gespielt. Ein Gespiel in mir. Ich hab so ein Gespiel, ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespiel, ganz tief in mir. Hin und wieder denk ich noch über uns und oft auch viel zu viel. Und wenn ich dich halt, weißt du, meinst du, ich bin da zu kalt, dabei brauch ich selber nur einen Halt für mich. Einen Halt für mich. Ich hab so ein Gespür, ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief. Am besten nimmt man bohrt da gleich komplett durch, dann fällt der Dreck unten wieder raus. Ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief in mir. Und wenn ich lob, wenn ich noch gib, und wenn ich rede, dann spür. Jetzt habe ich mir den in die Waage gestellt und da kann man erkennen, dass die Luft eigentlich überall ziemlich gleichmäßig ist. Das heißt, er geht jetzt noch ein bisschen rein. Ja. Ganz wichtig, wenn man sowas rauszieht, nicht den Kopf drüber halten, weil irgendwann geht das dann schnell heraus, zack. Und dann, dafür haben die Tischler so wenig Zähne. Ein Gespür in mir. Dann geh ich raus aus mir und komm so schwach wieder rein. Du kommst mir entgegen, du bleibst bei mir, du siehst mich und ich sieh dich. Und ich sieh dich. Jetzt werde ich das rundherum wieder nacharbeiten, noch ein Bleistiftstrich, dann sollte das passen. Ich hab so ein Gespür, ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief in mir. Wir sehen uns nicht oft, und irgendwann ist aus. Aber mach dir keine Sorgen, irgendwann ist aus, und einmal bist du weg. Also jetzt werde ich wieder das da alles wegstemmen und die Kante lose. Also diese Kante bleibt und da tue ich unterstemmen, dass das schön dicht aufliegt auf der Tischplatte und da ist Luft, dann, dass ich weiß, dass sicher hier nichts anstehen kann. Also einmal bist du weg, dann bist du nicht mehr da, dann bist du mehr ein Gespür in mir. Ein Gespür in mir. Ich habe so ein Gespür ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief in mir. Ich spür so ein Gespür, ganz tief in mir.
Ich hab so ein Gespür, ganz tief in mir. Ich hab so ein Gespür. Kurze Probe. Tief. So, jetzt gleich die erste Stimmung, der gleich sehr gut passt. Es ist minimal Luft. Jetzt werde ich da noch ein bisschen was wegnehmen und dann wird es passen. Den Fuß habe ich jetzt in Zapfen um 2 mm mit der Bandsäge gekürzt und jetzt haut das alles hin. Jetzt wird es sehr spannend, das ist ein sehr interessantes Gelände, was wir da haben, mit den ganzen Abschrägungen und alles. Der Vorhang hängt vom Fenster und herinnen ist warm. Ein Vorhang hängt vom Fenster und die Leute draußen sind arm. Ein Dach liegt am Haus und draußen der Regen, gestreichelt vom Wind am Gesteig der Floschen. Und du daneben. Ein Fleisch liegt am Döler, es ist sogar warm. Du sitzt auf der Straße, musst die Leute anschnauern. Doch ich sitz da herinnen und du da draußen. Oh, lass das du geben, so gar noch mehr. Du sitzt herinnen und ich daneben. Ich sitz daneben. Ich sitz daneben. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Ich muss immer schauen, dass ich von denen zwei Seiten aus arbeite. Die zwei Seiten sind relativ gut im Winkel und gerade, halbwegs. Und die zwei Seiten sind nicht so gut beieinander. Jetzt würde ich mir das da so stehen, dass auf der geraden Seite, auf der halbwegs geraden Seite aufliegt. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Der Rest ist wieder pures Handarbeitsvergnügen. Der Ofen brennt. Du hast kein Bett, dir ist kalt in Fies, ich has Essen grad weg. Ich mach mir Sorgen, weil mir ein bisschen was zwickt. Du sitzt im Schnee ganz alleine und keiner da nicht. Keiner da nicht. Keiner da nicht. Ganz weiß, das Leben ist weg. Du liegst alles ein Toder mit dem Träg um die Welt. Ein Grab kriegst du ohne einen Namen. Ein Grab kriegst du, jetzt ist alles gut. Es ist wer dann nicht. Wer dann nicht. Jetzt mache ich da Kontrolle, ob die Abstände passen. Da habe ich 53,7 oder 6 und da habe ich 53,6.
siehst, wer da näht. Wer da näht. Wer da näht. So ist es Leben. So ist das Leben, so ist das Leben, so ist das Leben. Wer da so ist das Leben, 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 so ist das Leben. Muss ich natürlich den Zapfen abschneiden. Aber schneide den einmal weg. Bis daher mal. Wir haben das mit dem Putzen hintasten schon langsam und dann sage ich das wieder, wenn er drin ist, weil es wird jetzt sicher einiges an Zeit brauchen, bis ich das soweit habe, weil das ist da nicht sehr einfach. Der nächste Fuß ist drinnen, das war ein rechter starker Kampf, weil da wirklich sehr viel Unebenheiten sind und jetzt mache ich mir einen letzten Fuß, ist jetzt auch zum Anschauen schon sehr schön, zwar sehr aufwendig alles, aber mit den ganzen Unebenheiten und jetzt haben wir das da schon angerissen. Auf jeden Fall sind jetzt alle Füße drinnen und das ist jetzt ohne Leim eigentlich noch und wenn man das nimmt, die Platte ist extrem schwer und trotzdem kann man das quasi ohne Leim kann man das aufheben schon. Der bei dem hält es auch noch sehr gut. Das ist der einzige, was relativ locker ist. Keil wäre überall gegeben, ganz kleine, da kommt ein bisschen größerer rein. Hier ist mal was ausgebrochen beim letzten und hier, das ist aber bei die Maserung hier. Also so, das ist ein Ast und der geht eigentlich bis daher. Das wird jetzt über Nacht einleimen, diese zwei fehlhaften Stellen. Ansonsten ist sehr gut. So gehört's her. Ansonsten ist sehr gelungen, würde ich sagen. Also, ich bin zufrieden. Das Tischl ist ja super. Wenn da was wegbricht, kann man es dazu leimen. Wenn ein Koch zum Beispiel das Schnitzel, der Fisch in der Mitte auseinanderbricht, da muss ich einmal schauen, was er da für eine Lösung dann findet. Das trocknet über die Nacht, was ich da ausgeflickt habe jetzt. Und ich lasse es für heute gut sein. Wie versprochen, ohne Pause durchgearbeitet, es hat sich nichts verändert. Jetzt tue ich die Zwingen hier runter. Also man sieht da nichts mehr. Wenn da jetzt noch geschliffen ist, schaut das aus wie original. Und jetzt werde ich diese Kanten da aber noch bündig machen müssen. Also jetzt sind alle Füße da, jetzt kommt das nächste Abschneiden der Beine. Jetzt habe ich da ein bisschen zusammengekehrt, aber nicht zu viel. Dafür staubt es dann ein bisschen. Jetzt werde ich einmal da diese zwei Arbeitsböcke in die Waage bringen. Nimm ihn in Arm, dass ich glaub ich bin in einem ganz duftigen Federbett drin, in einem warmen und weichen Bett. Nimm ihn in Arm, ganz weich und warm.
Der Tisch soll so zwischen 60 und 62 cm hoch sein. Ich werde da jetzt 62 annehmen, dann habe ich noch 2 cm Spiel, falls irgendwas nicht passt. Ein Zaubertrick, dass ich mir da alles quasi ausnivelliere, die Länge. Die Böcke sind ja in der Waage und da stelle ich mir quasi nur einen Laser hin, auf die Höhe vom Tisch und kann mir das alles da schön rundherum anzeichnen. Ins Stativ den Laser reingeben. Durch dass der Tisch hier auf diesen Kanten drauf liegt, muss ich von der Kante messen und muss 62 cm da haben. Das heißt, der Laser muss noch runter. So, da ganz genau 62 cm. Und diese Striche da werde ich mir jetzt übertragen. Jetzt muss ich mir das nachstellen, weil ich ja nicht überall hinsehe. Aber das ist gar kein Problem. Da kann ich jetzt einfach so lang drehen, bis ich genau wieder einen anderen Strich da drüben erwische. Beim Nachstellen ist jetzt der Strich nicht mehr genau. Jetzt werde ich so lange in die Höhe drehen, So, jetzt sind wir wieder ganz genau. Und den Rest, was dann nicht passt, muss ich sowieso mit dem Hobel und mit der Schleifmaschine machen. Also ich werde da einstemmen, eine Leiste, die brauche ich 37 cm und da schaut es 2 rein und da sind 41. Machen wir mal grob, 42 ist die Länge und die Dimension, die wäre nehmen 40 mm mal 20 mm, dass wir eine schöne Auflagefläche haben. Da mache ich einen eingestemmten Zapfen. Das mache ich da herüber dasselbe, somit brauche ich das zweimal. Also Länge 42 mit 40 mm Höhe und 20 mm Stärke. Und dann kommt da ein Fach rein. Das ist 55 die Breite. Die Länge ist jetzt, naja, ich lasse jetzt ein bisschen ein Übermaß natürlich, ich habe 89 cm ist die Länge. Wie gesagt, mit der Seite, die was im rechten Winkel quasi ist und halbwegs abgehobelt, mit der hat es mehr Auflagefläche. Still sein und lauschen, wie unsere Herzen flauschen. Still sein und lauschen, geheime Quellen rauschen. Wir sind verletzt, gestern wie heute. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Wir sind zwar leid, gestern wie heut. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. In der Waage. Die Beine sind auch überall. Also es schaut aus, wie wenn das jetzt dann vollflächig aufliegt am Boden. Und wenn nicht, ist das auch kein Problem, weil wir da eine Phase anhobeln und dann ist sowieso eine Schattenfuge gleichmäßig und dann kann man das nicht erkennen. Mit Laser werde ich mir jetzt anreißen, wo die eingestemmten Zapfen, also die Leisten da reinkommen, weil nach der Kante würde nicht gehen, da ist ein bisschen ein Fehler, dann schleicht sich ein Fehler nach dem anderen ein. Das Fach würde circa haben, das 15 cm vom Boden entfernt ist. Machen wir 16, weil da ist noch ein bisschen ein Spür. Also, das ist das Fach Oberkante. Und wie stark ist das Holz, was ich da nehme? Das Holz hat 2 cm. Von 16, 2 weniger, sind dann 14. Jetzt drehen wir das runter, bis ich genau auf meinen Strich bin. Jetzt habe ich da meinen Strich genau. Kurz noch schauen, ob wir da die 53,5 haben. Jetzt kann man sich schon einigermaßen was vorstellen. Was sagst du, Wilma? Kann man sich was vorstellen, Wilma? Ha? Ha, Kleine? Kann man sich was vorstellen? Du kleiner Stinke, du. Das sind jetzt die Eichenbretter, die ich brauche fürs Fach und für die Leisten beim Tisch. Thank you.
Frühling und Sommer schon warm, dass du zum ersten Mal heimkommen bist, dass du heimkommen bist, du mir, unser Daheim, wo wir zwei beide sind. Du sagst, du denkst so gern an meine Haar und wie schön's gestern mit uns zwei war, wenn wir uns wieder fühlen sind, so murmelt doch still unser Glück. Ja, das schneidet überhaupt nichts mehr. Das muss ich mal kurz schleifen gehen, dann bin ich wieder da. Still sein und lauschen, wie unsere Herzen plauschen. Still sein und lauschen, geheime Quellen rauschen. Wir sind zwar leid, gestern wie heut, wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Wir sind zwar leid, gestern wie heut, wir gehen Hand in Hand durchs Leben Ja, es ist auf jeden Fall so, ich möchte damit nur sagen wollen, was das eigentlich für eine Arbeit früher war, wenn man das händisch geschnitten hat alles. Da ist jetzt der Winkel nicht immer, also eh relativ gut, aber nicht, also und der Handschnitt, da sieht man halt die Ungleichmäßigkeit. Mit der Bandsäge ist es dann ein ganz gleichmäßiges Schnittmuster. So erkennt man auch, wie gearbeitet wurde. Also wie gesagt, wenn man keine Maschine hat, ist das keine Ausrede, dass man was machen kann. Also es geht auf jeden Fall. Man kann alles machen, es ist halt nur der Zeitaufwand und der Fitnessaufwand erheblich größer. So, und 24 und da auch 12 und 24. So. Da habe ich zwei Stück mit 24, 55 brauche. Wenn wir 27 jetzt halbieren, haben wir 13,5. Dann tue ich da 13,5 und 13,5 ist 27. Und da dasselbe, 13,5 in Strich. Natürlich geht mit Hobeln auch Material verloren, also verloren. So, jetzt habe ich 27, da bleiben wir sagen wir 25 über und da bleiben wir sagen wir über 22, das sind 47. Da brauche ich noch irgendwas mit 8 cm, da kriege ich das aus dem heraus. So, da geht es in mein ganzes Fach jetzt aus. Jetzt schneide ich mir das mit der Bandsäge auf. Gestern wie heut, wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Wir sind zwar leid, gestern wie heut, wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander.
aus den Stücken, was ich da jetzt habe, bringe ich eigentlich eh alles raus. Da geht sich der Boden aus und die 55, die lasse ich ja nicht ganz bis nach außen gehen, also das Fach bis zu den Außenkanten der Beine, sondern ein bisschen zurück. Und da bringe ich dann auch noch die Streifen raus, die was ich einstemmen muss. Also da ist jetzt der nächste Schritt. Das wird jetzt mit einer Handhobel alles zugerichtet. Eine Faser drauf, ein bisschen abschleifen und fertig. Teil 3 ist fertig. Ich sage danke. Teil 3 ist fertig. Ich sage danke fürs dabei gewesen zu sein. Haben du im Tun getan haben. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Ich hoffe, ihr seid auch bei Teil 4 dabei. Denn Teil 4 wird ganz anders als Teil 3. Wenn es euch gefallen hat, das Video, würde ich mich über einen Daumen rauf sehr freuen. Abonniert den Kanal. Wir würden uns freuen. Also Nadja, die diese Videos schneidet. Und ich würde mich freuen. Ich bin der nicht schneidet. Tschüss.